Herzlich willkommen in der Landespressekonferenz Sachsen-Anhalt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und natürlich auch alle, die zugeschaltet sind, auch die interessierte Öffentlichkeit. Wir haben heute zu Gast Sozial- und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne, die uns zum Thema Impfen informieren wird. Damit haben Sie das Wort. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bevor ich dazu komme, wie wir unsere Impfkampagne im Land fortführen, auch wenn die Impfzentren am 30.09. schließen, habe ich noch zwei Punkte, die wir heute im Kabinett noch mal besprochen haben, wo ich noch mal den Auftrag erhalten habe, das vielleicht auch in der Landespressekonferenz noch mal deutlich zu machen. Zum einen hat die Bildungsministerin Eva Fäusler noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es, obwohl es eine Testpflicht an Schulen gibt bis 18, dass immer noch Kinder und Jugendliche in den Vereinen und bei Restaurantbesuchen immer noch aufgefordert werden, einen zusätzlichen Test vorzulegen und man sich da auf die Eindämmungsverordnung stützt. Und ich will noch mal deutlich machen, dass dem nicht so ist. Wer bei uns die Testpflicht in den Schulen hat, der muss nicht mehr nachmittags, wenn er zum Sport oder woanders hingehen will, in der Freizeit nochmal wieder einen Test vorlegen. Das ist extra ausgenommen, das wollte ich nochmal deutlich machen, weil das vielleicht bei einigen Vereinen noch nicht angekommen ist. Ein zweiter Punkt betrifft das Kinderförderungsgesetz. Wir haben ja in unserer Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass wir, auch wenn der Bund möglicherweise nicht mehr weiterfinanziert über das gute Kita-Gesetz, dass wir alle Punkte, die im Kinderförderungsgesetz sind, dann auf Landesebene weiterfinanzieren. Nun mehren sich die Anfragen aus bestimmten Landkreisen und kreisfreien Städten. Was ist denn mit der Geschwisterregelung? Weil in unserem Kinderförderungsgesetz steht, diese Regelung läuft zum 31.12.2021 aus. Wir werden, und das haben wir heute im Kabinett so getan, so gemacht und beschlossen, wir werden diese Regelung entfristen und um ein Jahr verlängern, so wie der, wir wollen ja in einen einjährigen Haushalt gehen für 2022, dann diese Regelung verlängern, sodass keiner Sorge haben muss, dass diese Geschwisterregelung wegfällt. Wir werden in dem Zug auch parlamentarisch das so weit vorbereiten, dass das dann bis zum 31.12.2021 so passiert. Wir werden auch den Landkreistag und den Städte- und Gemeindebund darüber informieren und vor allen Dingen auch die Landeselternvertretung und erhoffen uns, dass dann da ein bisschen die in den Landkreisen, in denen schon Unruhe gewesen ist, dass wir da wieder sagen können, wir halten da Wort, dass das Kinderförderungsgesetz so in der Fassung, wie es jetzt besteht, weiter fortgeführt wird. Nun komme ich zur Impfstrategie. Sie wissen, die Gesundheitsministerkonferenz hat mehrmals besprochen, dass die Impfzentren, jedenfalls die großen Zentren, bis zum 30.09. schließen sollen. Und wir haben Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt hier vorgenommen, dass es auch so weit klappt, dass ab Oktober die niedergelassenen Ärzte und Ärzte die Impfungen in Sachsen-Anhalt gewährleisten können. Dennoch haben wir mit dem Landkreistag und mit dem Städte- und Gemeindebund vereinbart, dass wir weiter zwei mobile Impfteams je Landkreis und kreisfreier Stadt weiterfinanzieren wollen, insbesondere dort, wo das mit Hausärzten nicht so abgesichert werden kann, dass die dort ergänzend mit hineingehen können, um tatsächlich weiter Impfung vorzunehmen. Im Augenblick sind schon viele bereit, insbesondere die dritte Schutzimpfung in alten Pflegeheimen etc. vorzunehmen. Da werden bei den mobilen Impfteams tatsächlich noch mal angerufen, Termine vereinbart, sodass das klappen kann. Und wir wollen auch zusätzlich den Krankenhäusern die Möglichkeit eröffnen, nicht nur das eigene Personal zu impfen zukünftig, sondern wir haben auch jetzt die Möglichkeit über den Bund erhalten, dass auch Patientinnen und Patienten geimpft werden können, um hinsichtlich dem Impfen einen Fortschritt zu erreichen. Der Bund hat, das ist auch eine Neuerung, die Impfzentren sind ja sonst immer versorgt worden mit Impfstoff durch das Land, dass zukünftig die öffentlichen Gesundheitsdienste den Impfstoff wie alle anderen auch über die Apotheken und den pharmazeutischen Großhandel beziehen können. Die Kostenerstattung wird weiterhin allerdings kann beim Land beantragt werden und wird weiterhin auf der Basis einer hälftigen Teilung mit dem Bund auch abgerechnet. Vielleicht darf ich Ihnen noch mal sagen, Zahlen. Wir haben
seitdem es die Impfzentren gibt, 2,6 Millionen Impfdosen verabreicht und mehr als 1,3 Millionen Menschen sind bei uns im Land vollständig geimpft. Und bis jetzt haben fast 11.000 Männer und Frauen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das bekommen Sie auch mal mit und durch unseren Lagebericht. Und ich kann nach wie vor sagen, wir haben jetzt eine Inzidenzzahl von knapp unter 40. Das ist immer noch sehr niedrig. Und nach unserem Lagebericht wissen Sie ja auch, dass wir im Augenblick kaum hospitalisierte Fälle haben, sodass auch da an der Bereich es sehr ruhig ist. Ich möchte trotzdem noch mal hier einen Appell richten. Wir sind aber nach wie vor vorbereitet, dass wir auch über den September, Oktober hinaus Impfungen vornehmen können. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir unsere verhältnismäßig niedrige Impfquote der zweimal Geimpften noch mal wieder weiter verbessern können. Den Appell haben wir schon mehrfach gemacht, den haben wir heute im Kabinett noch mal verstärkt. Soweit von mir. Vielen Dank. Dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fabian Albrecht, dpa. Ja, Frau Grimbenne, Sie sagten schon, die Quote hierzulande ist relativ gering. Das gilt auch für die anderen Nachbarbundesländer. Herr Haseloff hat hier im Frühling sehr selbstsicher eigentlich angekündigt, dass in Ostdeutschland die Impfquote deutlich höher sein wird als im Westen. Haben Sie sich und die Kollegen in den Nachbarländern vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Impfbereitschaft verlassen? Und haben Sie noch konkrete Pläne, wie Sie jetzt in den nächsten Wochen da aufschließen wollen zu anderen Bundesländern? Wir haben uns von dieser Einschätzung tragen lassen im Frühjahr noch, weil bislang in den östlichen Bundesländern die Impfbereitschaft hinsichtlich anderer Impfstoffe immer sehr hoch war und da auch eine große Impfbereitschaft war. Zum Beispiel, wir haben ja die Masernimpfpflicht. Wir haben eigentlich nie im Land die Problematik gehabt, dass Eltern ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen. Und von daher sind wir davon ausgegangen, dass es bei der Corona-Schutzimpfung genauso läuft. Ja, wir haben feststellen müssen, das ist nicht so. Und deswegen setzen wir nach wie vor weiter auf Aufklärung. Und wir, das können Sie auch sehen hinsichtlich der Berichte, wie die Impfkampagne, wir haben ja noch mal gesagt, wir machen noch mal diese Impfwoche mit. Das ist regional sehr unterschiedlich gelaufen hinsichtlich Personen, die man noch mal abholen konnte. Und wir haben nur festgestellt, wir müssen den Menschen noch mehr Gelegenheiten geben, sich niederschwellig impfen zu lassen. All diejenigen, die sich aufgemacht haben mit Impfteams an Stellen wie Supermärkte, in Einkaufszentren, an den Stadien oder auch an den, wenn ein Volksfest war oder man ein Angebot hatte, dass man dann freien Eintritt hatte. All diese Sachen haben gut geklappt, um nochmal Menschen zu animieren, sich impfen zu lassen. Was wir heute auch nochmal im Kabinett gesagt haben, vielleicht macht sich auch deutlich daran, weil ja Bayern auch noch dazu gehört. Das ist ja quasi, das Land ist ja quasi so dreigeteilt, dunkelblau, mittelblau und hellblau. Und das hat sich schon seit Wochen, bewegt sich das auch nicht mehr. Wenn man sagen kann, es ist auch viel ländlicher Raum in diesem Bereich und wir haben, und das kann man ja auch feststellen, eine unterschiedliche Hausarztdichte. Das macht es auch noch irgendwie schwieriger, da dann seinen Hausarzt zu finden. Und deswegen, glaube ich, müssen diese Impfteams auch noch mal eingesetzt werden. Wir haben auch Anträge zugelassen, zum Beispiel Landkreis Wittenberg und der Landkreis Burgenlandkreis möchten mehr als diese zwei Impfteams haben, möchten drei oder sogar vier Impfteams haben, weil sie sagen, sie können darüber nochmal mobil in unterschiedliche Gemeinden hineingehen und nochmal unterschiedliche Angebote machen, um den Hausarztmangel oder die Bereitschaft über Praxen sich impfen zu lassen, nochmal zu begegnen zu können und darüber nochmal etwas hinzubekommen. Wir werden nie wieder diese Tage erleben, wo wir an einem Tag fast nahezu 17.000 Impfungen gemacht haben. Das waren ja Spitzenwerte, die wir hatten. Aber wir wollen trotzdem weitergehen. Ich finde, jede Impfung hilft, nochmal auf den Bereich 80%, 85% irgendwann mal hinzukommen. Eine Nachfrage zu dem Aspekt. Die mobilen Teams
von denen es pro Landkreis jetzt 2 geben soll, in 2 Landkreisen, die Sie eben genannt haben, sogar mehr, haben insgesamt wie viele Leute, wie viele Menschen sind denn eigentlich ab Oktober im Einsatz, um noch mobil zu impfen? In unserer Impfstrategie haben wir immer ein Impfteam festgestellt. Meistens sind sie zu dritt unterwegs, zu dokumentieren, weiterzuleiten ans Robert-Koch-Institut. Und natürlich haben wir unsere Vereinbarung mit der kassenärztlichen Vereinbarung weiter aufrechterhalten. Der Impfarzt wird von der KV gestellt. Und das funktioniert auch. Das hat die KV auch zugesichert, dass mindestens für 2 Impfteams jeweils ein Impfarzt auch da ist. Und wenn mehr ist, müssen sich in den Regionen noch mal zusätzlich gekümmert werden, dass auch das weitere Impfteam damit einem Arzt untersetzt ist. Das klappt aber nach wie vor sehr gut. Und wir haben auch weiterhin auch die Bundeswehr die Möglichkeit, eine Unterstützung zu geben. Und wir haben immer gesagt, mindestens müssen es 3 sein. Dann noch eine Frage aus aktuellem Anlass. Es hat ein Gewaltverbrechen gegeben, mutmaßlich, weil er auf die Maskenpflicht hingewiesen worden ist, ist ein junger Mann erschossen worden in einer Tankstelle. Wie beurteilen Sie das und muss das aus Ihrer Sicht Konsequenzen haben beim Umgang mit Maskengegnern? Wir stellen schon seit geraumer Zeit fest, dass zumindest das Verhalten von einigen Impfgegnern oder Querdenkern sehr aggressiv auch ist gegenüber Impfteams und Impfzentren. Das wird uns mehrfach berichtet, dass nicht nur die Aggression im Netz ist, sondern auch gegenüber den Personen direkt. Wir waren nahezu geschockt alle dazu, dass es sozusagen, wenn jemand nur auffordert, die Maske zu tragen, dass das zu einem, ja, eine unendliche traurigen Tat führt und entsetzlichen Tat führt. Wir werden auf jeden Fall nochmal zusätzlich Sicherheitsmaßnahmen auch bei den Impfzentren und Impfteams machen. Aber wir müssen einfach sagen, wir hoffen einfach, dass die Großteil der Bevölkerung einfach immer noch, ich will nicht sagen, sozusagen nicht die Akzeptanz, aber zumindest wertschätzt, was dort gemacht wird und wir nicht damit erleben müssen, dass diejenigen, die noch sich für andere solidarisch erklären und viel tun, dann so behandelt werden. Ich habe da im Augenblick keine generelle Lösung für, aber wir merken dieses Phänomen im Augenblick auch, dass, obwohl es eigentlich eine ganz einfache Maßnahme nur ist, die ja kaum in den Freiheit des Einzelnen eingrifft, das schon so zu einer Eskalation führen kann. Ja, dann frage ich die zugeschalteten Kolleginnen und Kollegen, gibt es irgendwelche Fragen an Frau Ministerin Grimm-Benne? Höre ich nicht, hier im Saal. Ich hatte noch eine Frage online, die ist von vorher gekommen. Herr Wachsmann, vielen Dank. Und zwar von der Online-Redaktion der Volksstimme, Tom Chia. Er fragt erstens, kürzlich hat die Landesregierung Gastronomen und anderen Veranstaltern erlaubt, das sogenannte 2G-Optionsmodell einzuführen. Das wird von einigen Gastronomen aber kritisch gesehen. Wie bewerten Sie die negative Resonanz auf das 2G-Modell? Und dann noch eine zweite Frage, eine dritte war auch noch gestellt worden, aber die haben wir schon beantwortet, würde ich sagen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat unlängst einen Freedom Day, bei dem alle Corona-Maßnahmen ausgesetzt werden, auch für Deutschland gefordert. Was halten Sie von solch einem Vorstoß und könnten Sie ihn sich für Sachsen-Anhalt vorstellen? Ja, zur Frage 1. Wir haben jetzt ja extra dieses 2G als Option gewählt. Man kann es machen, muss es aber nicht. Und deswegen kann das jeder Gastronom selber verantworten. Ich will aber sagen, wir haben ja ein Antragsverfahren hier im Land. Und seitdem wir die neue Änderungsverordnung in Kraft getreten ist, haben immerhin mittlerweile 80 Unternehmen den Antrag gestellt, das 2G zu ziehen, sei es mal für eine Veranstaltung, sei es für eine Diskothek, sei es für einen anderen Bereich. Und ich glaube, dass es auf Dauer, auch wenn man das jetzt noch kritisch sieht, zukünftig ein anderes Verhalten hinzukommt. Es kommen ja jetzt auch mittlerweile große Veranstalter dazu, wie gestern habe ich gehört, die AIDA sagen, es geht nur noch darum, mit 2G auf so eine Kreuzfahrt zu gehen.
Ich glaube, das wird sich mehr und mehr etablieren. Und der zweite Punkt, das habe ich eigentlich auch schon gesagt, Andreas Gassen, ja, möchte, dass diese Corona-Maßnahmen jetzt aufhören. Ich glaube, wir kommen erst in eine Debatte, wenn wir bundesweit eine höhere Impfquote haben. Dänemark hat solche Freizüge, dass man wieder quasi alle Maßnahmen aufhebt, gemacht, als die Quote 85 war. Ich denke, das wird bundespolitisch, ich denke mal nach dem Bundestagswahlkampf auch kommen, dass man dann darüber debattiert, ab welcher Quote man sagt, dass die Maßnahmen dann eigentlich für beendet erklärt werden. Ob das jetzt im Frühjahr 2022 ist, das sagen ja einige auch, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ja, Herr Wachsmann, das waren alle Fragen, die eingegangen sind. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme. Vor allem sage ich vielen Dank an Frau Grimbenne und wünsche allen noch einen schönen Tag.